Hi Freunde, was geht? Willkommen zu diesem Video. Im heutigen Video möchte ich eine kleine Super Mario Odyssey Challenge mit euch machen. Und entschuldigt bitte die Lags. Es ist nun mal so, dass ich noch keine Capture Card habe und das Ganze mit einer Third Party Software über mein Handy streame. Ja, das heißt, ich mache das Ganze mit meinem Handy. Und zwar will ich die Challenge machen, bei der man das Tutorial von Mario Odyssey ohne Frosch durchspielt. Ich habe das Ganze noch nie ausprobiert, also kann das Ganze lange dauern, es kann aber auch vielleicht 5 Minuten dauern. Moin Freunde, ich bin's Kamitenda aus dem Schnitt. Ich habe es jetzt bemerkt, dass ich aus Versehen den Sound bei meiner Switch vergessen habe einzuschalten. Sorry! Das ist das, was wahrscheinlich sehr häufig passiert wird im heutigen Part. Es werden wahrscheinlich sehr viele Fails passieren, aber ich hoffe mal, dass das nicht allzu schlimm ist. Und ich hoffe auch, dass es nicht allzu schlimm ist, dass es immer mal wieder laggt. Warte ganz kurz, Friends. Ich muss ganz kurz was machen, aber bin gleich weiter. So. Nein. Das war so knapp. Okay, so. Also der Fragen, warum ich im Hilfemodus spiele. Ich habe den mal eingeschaltet und habe jetzt keinen Plan mehr, wie man ihn ausschaltet. Also ja, bitte entschuldigt das. Und ich glaube auch der Hauptgrund, warum es immer wieder so laggt, ist, weil ich das Ganze über das Internet mache. Weil aus irgendeinem Grund unterstützt mein PC es nicht, wenn ich es. Oh fuck. Wenn ich es mit dem Kabel mache, dann unterstützt mein PC das nicht. Und ich weiß nicht wirklich wieso, aber es ist es. Und es aber es ist halt so. Aber ja. Nein! Macht jetzt nur Stampattacken, er soll doch ne. Genau das soll er machen. Aber sieht jedes Mal so knapp aus. Und am Ende ist es dann nicht so, wie ich es will.
Der war so knapp. Der könnte es werden, der könnte es werden, der könnte es werden. Nein. Oh mein Gott, ist das knapp. Solltet ihr aber auch noch andere Challenges und so im Kopf haben, dann schreibt die mir gerne, denn. Oh nein! Denn ich möchte, denn ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch weiterhin Mario Odyssey Challenges bringen kann. Oder auch von irgendeinem anderen Game Challenges, wenn ihr Challenges-Ideen habt. So, genau. Nein, hätte so gut werden können, wenn Mario den Mannschwung gemacht hätte. Oh nee. Oh nee, Digga. Wieder ein bisschen lag, aber alles gut. Wir überleben das. Jetzt hat er wieder keinen Mannschwung gemacht. Solltet ihr fragen, ob das möglich ist, ist es möglich, denn Speedrunner oder zumindest andere Leute haben das ja auch schon geschafft, also ist es möglich. Nein, mach doch den Cap Jump. Nein, nein. Uff.
Okay, bin gerade sehr überrascht, dass ich es, obwohl es so gelaggt hat, trotzdem einigermaßen gut hinbekommen habe, ganz ehrlich. Das war ein ziemlich doofer Lag, der hat es ziemlich vermasselt. Nein! Sieht das mal so knapp, ne? Solltet ihr fragen, warum die Qualität so scheiße ist? Das liegt daran, weil wenn ich sie höher setze, dann hat man nur noch so 10 Meter pro Sekunde und das ist fürs Zuschauen und fürs Zocken nicht gut, also ja, muss man sich halt damit zufrieden geben. Und wenn man sich damit nicht zufrieden gibt, dann hat man halt Pech gehabt. Na, das war noch zu weit weg. Wäre zu nah. Das könnte eine gute Möglichkeit sein. Und das sieht gut aus, aber nein. Ich kann es ja noch versuchen von hier aus, so mit einem Triple Jump hochzugehen, aber oh, das sah sehr gut aus. Das sah für den ersten Versuch sogar schon sehr gut aus. Yes! Holy shit, jetzt muss ich nur noch hier mal anders hoch. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Frosch, geh weg. Nein, lass mich raus. Ich will nicht in den Frosch.
nur nichts mehr verkacken und dann ist alles gut. Wie soll man denn da hochkommen? Nein. Ich sterbe. Oh, alles gut. Bin zu weit von der Wand entfernt. Jetzt! Finally! Endlich, Freunde! Oh. Die Aufnahme geht eine Viertelstunde und ach, es ist cool. Ja, danke fürs Zuschauen, guys. Bis zum nächsten Mal. Euer Kametendo.